Ich bekenne. Ich stehe auf dem Marktplatz, ein Dude auf dem Kopf. Neben mir zwei freundliche Zungenhüter, wo aufpassen, dass ich mich nicht verhaspel. Hinter mir brüllt der Tschugaschwili so ein lautloses Lachen. So rette ich freiwillig meine Selbstkritik. Ich bekenne, ich habe gefehlt. In meiner Angst, Mannheim könne verleumdet werden, stellte ich mich den friedlichen, selbstlosen Gegnern der Bundesgartenschau 23 Buga entgegen. Ich bekenne, die Briefe an der Wandzeitung WZ verstand ich nicht. Die dumpfe Wut gegen das Hauptquartier in E5 hielt ich für eine Verschwörung. Nochmalige Lektüre belehrt mich. Die Schrift an der Wand zeichnet sich durch extreme Intelligenz, Vernunft und Sachkenntnis aus, wenn es um Fragen von Stadtentwicklung und Kredite geht. Ein Kämpfer für die Buga sagte, Mannheim kann der Bundesgartenschau-Gesellschaft nicht jeden Schrottplatz anbieten. Das heißt, Mannheim kann der Buga-Gesellschaft kein schlechtes Gelände anbieten. Mehr kann mein Renegatenkopf aus dem Satz nicht herausholen. Aber etwas Schlimmes muss dahinter stecken, sonst hätten die Volksmassen und die Wandzeitung nicht mit Teufelsaustreibung reagiert. Genau wie meine Einlassung, die Au ist eine Wüste. Ich hatte das im übertragenen Sinn gemeint, wie Badisch-Sibirien. In der Au herrschten während der Sommerwochen über 40 Grad Celsius, nachmittags um 5. Jetzt weiß ich, im übertragenen Sinne reden ist konterrevolutionär. Da könnte man gleich Kafkas Der Prozess lesen. Ich bekenne, Höhepunkt meines Irrens war meine Rede in den Reichs-Engelhorn-Museen. Mangel an Demut hinderte mich, den tiefen Humanismus zu erkennen, der sich in den ruhigen, feinen Argumenten verbarg, die mir entgegengehalten wurden. Sie lauteten Buh und Bäh und Mu und Mäh. Statt mein Haupt zu beugen, gab ich freche Antworten. Kein Wunder, dass ich danach an der Wand stand. Ich bekenne, einmal wollte ich eine verdiente Genossin fragen, warum sie die Nachricht unters Volk bringt, Buga-Befürworter seien vom Hauptquartier gekauft. Da warf sich eine junge, mutige Genossin dazwischen und rief viele Genossen herbei, die bezeugen konnten, dass ich die verdiente Genossin bedrohe und belästige. Ich bekenne, ja, ich war gekauft. Das Hauptquartier hat mich in den letzten 40 Jahren mindestens einmal als Künstler engagiert. Aus tiefer Dankbarkeit dafür unterstützte ich die Buga. Jetzt aber ist meine Seele gereinigt und ich folge der revolutionären Losung, das Hauptquartier stürmen. Fertig. Jetzt verbeuge mein Zungenhüter mich noch einmal und drehe mein Arm, bis es aussieht, wie wenn ich lächle tät. Dann setze sie mich in den Zug nach Ewasch-Sibirsk in Westsibirien.